Aha. Keiner ruft mich an. Keiner will mit mir spielen. Armer Hardcore Hartmut. Nicht mal die Monster haben Bock auf mich. Das will schon was heißen. Schade, ich habe jetzt echt gedacht, ich könnte den mal erwischen. Schade. Naja, daneben nicht. Dö. Feigling. Bob, bob. Hm? Was habe ich denn da jetzt gerade zur Seite geschoben? Okay. Seltsame Technik. Ah, Event Horizon gefunden. Gut. Sehr guter Film. Kann ich nur empfehlen. Hopp. Hopp. Ich falle nicht auf. Ich hopp's hier nur rum. Hm. Licht, eine Seltenheit hier. Auch nichts Neues. Hm. Nö. Den Tacker würde ich gern klauen. Ultimative Killerwaffe. Ein Gegner schnell mit den Augenbrauen festtackern, der haut ja nicht mehr ab. Ich bin zu fett, ich komm da nicht durch. Manu! Ich muss abnehmen. Oder Moment, 49 Schuss, 36, ne, da ist mehr Bombe drin. Cool, ich bin in den Nachrichten. So, wo ging's denn nochmal auf die Knie? Aha. So sieht also die Welt für Sui aus. Interessante Perspektive. Hm. Und ich merke schon wieder, ich mache Witze über Sui. Warum eigentlich? Ach ja, genau. Weil ich es gerne tue. Oh, Überraschung. Wow. Ich sah das echt nicht kommen. Scheiß auf die Pumpe. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass ich das nette Ding hier kriege. Oh ja. Schnarch. La 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 la. Jungs, Spider-Man ist cooler als ihr. Halt die Schnauze. Moment, ich hätte jetzt die Chance gehabt, einen richtig coolen Spruch rauszudrücken und alles, was von mir kommt, ist halt die Schnauze? Oh Gott, ich bin erbärmlich alt schnell. Duke Nukem würde sich für mich schämen. Eieieiei. Ach stimmt ja, den Move habe ich auch noch drauf. Hm. Guck, guck. Noch jemand? Will mich denn keiner umbringen? Knuddeln? Mich auf ein Eis einladen? Keiner? Schade. Cool. Das interessiert mich jetzt wie Sau, wo die hergestellt wurden. Ich will wissen, wo ich sie abliefern kann, nachdem ich sie abgeschlachtet habe. In schöne handliche Stücke zerlegt. Hallo, ich bin da. Wie man in ein Haus einbricht. 50 Lektionen, wie man es nicht tun sollte. Ups. Das nicht geplant? Nicht schießen! Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit, ein Zivilist. Geht wie mein Funkgerät. Ups. Ugh, nicht der Fettbacke. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh klar. Ich hab jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich jetzt mal darum formatieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server hier mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk.
Ich sollte vielleicht wieder zurückgehen. Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht? Ach nö, scheiße, Fettbacke wartet auf mich. Ich mag dich nicht. Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ich warte einfach hier. Aha. Klein Porgy hat nicht das Bedürfnis, sich mal ein bisschen zu bewegen. Okay, also alles was richtig ist. Das ist ein sehr gutes Spiel. Aber mit den Übergewichtigen haben sie es hier. Ich meine, guckt euch mal diese Schwabbelbacke an. Das erinnert mich irgendwie an diesen Zwergenkönig, Hobbitkönig aus Overlord. Das sind ja Halblinge, Hobbits. Nicht. Guck. Ah. Moment, dir kenne ich doch. Stimmt, habe ich schon mal gezockt. Nichts. Schade. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, die Möbelgarnitur fällt nicht an. Getränke. Gratis. Doch leer. Ich habe so eine Vermutung, wo der Kerl arbeitet. Eine richtige Putzfrau haben die hier aber nicht, oder? Na gut, mit diesen... Was will das überhaupt darstellen? Käse-Nachos? Ach, das wäre was für Oggi. Der isst ja gerne so ein Zeug. Hat's euch gefallen? So, hier ist einer. Und da auch noch einer. Hi. Ihr wollt doch sterben. Hoffe ich mal. Sonst habe ich einen Fehler gemacht. Und was wäre doof? Ja, sag mal, ihr lebt echt noch? Wie denn das? Hat er mich gerade Bastard genannt? Deine Mutter backt in der Kuchel... backt Kekse in der Hölle. Genau, so macht der Spruch Sinn. Wollte ich gerade echt sagen, deine Mutter backt Hölle in der Küche, oder? Also heute ist das schlimm mit mir. Ich krieg nicht mal irgendwelche dummen Sprüche auf die Reihe. Ernsthaft, Leute, guckt euch diesen Scheiß nicht an. Ich bin heute schlecht. Alter. Kuckuck. Komm her. Geht doch. Noch einer? Das müssten doch noch nicht alle gewesen sein. Hallo. Will keiner? Gut. Flop. Und hallo! Hier bediene ich mich doch mal. Danke. Minen. Minen sind was Schönes. Ich könnte mir ja auch mal wieder ein Medikit reinpfeifen. Dann haben wir das auch gleich alles beisammen. So. Nö, ich bin eigentlich ganz glücklich mit der Waffe. Die behalte ich. und du, Junge, hängst da schon wieder doof rum. Wo bin ich jetzt gerade festgehangen? Wo habe ich hier eigentlich getroffen? Hä? Oh! Der ging direkt durch. Wow! Ich habe aber gut getroffen. Ernsthaft?
Auch wenn man das vorne irgendwie nicht mehr sieht. Hä? Ich hinterfrag das nicht. Das ist ein guter Pfeil, der ging gut durch. Ja. Mauspads können die sich ja auch nicht leisten. Armer Laden. Moment, halt. Da war doch noch was. Genau hier. Jawohl. Mensch. Ist doch erstaunlich, wie schnell so ein Fettsack rennen kann, wenn er was zu verbergen hat. Irgendwie bin ich müde, ich kann gar nicht verstehen, warum. Ah ja, genau, weil ich die ganze Nacht nicht gepennt habe, weil es mal wieder so knallerheiß war. Boah, ich hasse den Sommer. Sommer ist für'n Arsch. Na, wo bin ich? Such mich! Na, lebt ihr noch? Nö. Na, komm, komm. Ja, was ist denn? Feigling. Ich schieß dir in den Fuß. Ein Kumpel hat auch gleich dabei gehabt. Noch einer? Irgendwie wollt ihr Typen nicht. Das ist so leicht wie ein Kind das Eis wegnehmen. Da müsste aber, glaube ich, noch irgendwo so ein Sack hocken. Doch nicht. Meine Güte. Ich habe das Ding echt nicht mehr lange gespielt. Schon lange nicht mehr. Mein Deutsch ist halt echt für'n Arsch. Grammatik gelernt ich bei Yoda, ich habe. Na gut. Dann eben gezielter. Was Neo kann, das kann ich auch. Nur viel cooler. Und ich brauche keine olle Sonnenbrille dafür. Ich habe einen Helm. So, eine hier, eine dort, weil ich so lustig bin. Hier noch eine, und da noch eine. Ja, das sollte doch ausreichen. Ich geh mal ein Knöpfchen drücken. Oh mein Gott, Furcht, Gegner. Damit hätte ich nie gerechnet. Na? Ich hab dich, ich seh dich genau. Wo seid ihr jetzt? Ich hab euch unmöglich alle auf einem Schlag erwischt. Unmöglich. Oder nicht? Ja doch, der sieht tot aus. Boah, und draußen brüllen sie schon wieder rum mit die Gestörten. Das ist auch so ein Grund, warum ich momentan neben der Spur bin. Alle Nasen lang rumgekreischt, schon am frühen Morgen. Ach, niedlich. Die haben sie nicht mal aktiviert. Yay, ich hab Muni gespart. Apropos Muni, wo soll das euch die Waffen hängen? Ah. Mal gucken. Oh, Himmel, Sekunde, mir pennt bald die Hand ein. Bäh. Echt schlimm, ich spiele einen Eco-Shooter, mir pennt die Hand ein, mit der ich lenke. Was heißt das jetzt, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. Nö.
Hier bin ich doch richtig. Hallo. Hi, meine Süße. Oh, die will nicht mit mir spielen. Was ist das nur mit diesen ollen Geistern? Immer hauen sie ab. Ich will doch nur einmal mit euch spielen und euch ein großes Eis schenken. Mit einer Geisterfalle. Und dann mache ich Ghostbusters 3. Auf den Film warte ich schon seit Ewigkeiten. Ah, ich hoffe echt, dass sie den verfilmen. Ja, ich bin Ghostbusters-Fan. Jetzt ist es raus. Der Baustelle. Hä? Sie begeben sich zur letzten bekannten Position dieses Delta-Teams. Sichern Sie die Stelle, bis sie ihn eintrifft. Cool. Was soll ich denn hier? Doof rumstehen? Ich weiß ja nicht. Also wir Deutschen bauen besser. Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Aha. Sie ist das Original. Ja. Ich ordne Vetters Sender gerade irgendwo vor Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Ja, bin ich. Ich wurde aus ihr erschaffen und von ihr zur Welt gebracht. Wir sind ein Fleisch in zwei Körpern. Aha. Ja, schon okay. Ja, komm, hast du noch so einen lustigen Spruch auf der Pfanne? Ich warte. Na komm. Okay, die Bauabnahme ist für den Arsch. Es brennt. Klopf, klopf. Na du Vieh. Ach, nerv nicht. Ist eine Gefangene in der Dunkelheit schwebend. Das Ungeborene in der Gebärmutter. Ich werde sie bald finden. Ich werde sie befreien.